Ich mag das so. Im Herbst durch Wälder gehen, die ich noch nicht so gut kenne, beziehungsweise teilweise gar nicht. Ich liebe es. Und da gehe ich immer gerne den Wildpfaden noch. Oh. Wenn da nicht irgendwelche kleinen Wesen drinnen wohnen oder größere, keine Ahnung. Ja, das ist auch recht interessant. Furcht einmal. Es hört sich ja ständig an, als würde sich da was bewegen, weil so viele Blätter runterfallen und so viele Eicheln. Und ich werde sehr oft gefragt, hast du da keine Angst? Nein. Ich habe im Wald gar keine Angst. Weder von diesem Wolf, Panikmache noch sonst was. Und ich glaube halt auch, jetzt hört man es wieder rascheln. Wenn man, also Angst zieht es sowieso an, vor dem man Angst hat, das weiß glaube ich eh jeder irgendwo, ist jedem bewusst. Und dennoch lassen wir uns immer wieder ein bisschen ängstigen. Und ich finde es immer so ein interessantes Thema. Ich bin ja gerade mit dem Sagenforscher Tim von Lindenau recht begeistert und höre mir da viel an. Und da geht es halt auch viel um diese Dunkelheit und um diese Nacht und um diesen dunklen Wald. Ist das nicht für Programmierung auch gewollte? Das fängt schon an in Sagen. In den alten Sagen hat es noch passt, aber es wurde ja alles einmal vernichtet und verdreht. Von der römisch-katholischen Kirche zum Großteil sehr. Diese ja, Tiefel, was aus der Tiefe kam, wurde zum Teufel. Das Licht, die Engel waren das einzig Gute, der Himmel. Das Helle. Ich glaube, dass irgendwie beides zum Leben gehört. Ist mal ein bisschen, gell? Und dennoch haben wir sehr viel Angst vor Dunkelheit und vor Alleinsein, vor was da im Wald sein könnte. Und vielleicht ist das eine uralte Angst. Und ich liebe es. Ganz besonders alleine liebe ich es noch viel mehr. Weil alleine, so jetzt muss ich den Pfad weiter schauen. Oh, das ist auch eine schöne Höhle. Ich habe leider Gummistiefel an, jetzt ist es ein bisschen schwierig. Schauen wir mal mit Handy. Welche Schluchten sind da? Bin ich gewesen? Ja, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Bin ich dann so im Moment. Da kann ich leider mit den Gummistiefeln nicht drüber, dass ich da ganz runtergehe. Da kommt Wasser raus. Ah ja, das wollte ich kurz erzählen über das mit dem Teufel, den Tiefel. Im Ursprung komme ich so oft in letzter Zeit. Zum Beispiel gestern habe ich mir Servus TV angeschaut, Heimatleuchten, und da ist um spezielle, merkwürdige Namen gegangen. Ah, da hört man einen Bach. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er genau geheißen hat, der Ort. Also das eine war der Christenbach oder so, Christendorf. Und das andere war Teufelsdorf. Das war nebenbei. Und ich habe schon zu meinem Mann gesagt, das Teufelsdorf kommt sicher vom Tiefel, von den Heiden, den sogenannten, den Urchristen, die damals ausgerottet haben. Das hat mit dem zu tun. Und dann hat tatsächlich ein Herr da gesprochen, dass man das in alten Schriften so gefunden hat. Im Teufelsdorf waren die Urchristen, also man nennt es ja dann die Heiden, die sie nicht vertreiben lassen wollten. Und drüben in Christendorf waren schon die Christen, haben Einzug gehalten. Und da hat man dann auch einen am Kreuze hängenden Leichnam symbolisierten, was ich auch so krank finde, der in Richtung, also sich abwendet von Teufelsdorf. Ja, und das alles ist so magisch für mich, wenn man,
diese einfachen Dinge ein bisschen im Fokus hat, wird einem eigentlich sehr viel klarer. Und dann hat man auch viel weniger Angst. Vor allem, glaube ich. Weil, was soll da sein? Da ist ein wunderschöner Bach. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob... Bitte. Ich bin ja auf einem Schwammerl-Workshop vor kurzem gewesen. Oh, oh. Schaut euch das an. Leider bin ich nicht sicher, was es für Schwammerl ist. Ich werde dann im Anschluss ein Foto machen für meine Schwammerlehrerin und ihr das vielleicht zeigen, was ich kenne. Und das ist jetzt so erwachsen, ich will da gar nicht hergehen. Ist eine Schmetterlingstramete. Die Schmetterlingstramete, das sind jetzt noch sehr kleine. Seht ihr das? Das soll unten schön hell noch sein, also nicht schimmlig oder irgendwas. Und das sind ganz frische, das sind ja wunderschöne. Die haben auch immer andere Farbe. Schauen ein bisschen eben nach Schmetterlings. So ein Falter irgendwie aus. Und das würde ich zum Beispiel jetzt nicht mehr nehmen, da ist da schon ein Schimmel herum. Die kann man sammeln, dann schneide ich das mit einer Schere runter. Dann trockne ich sie oder schneide schon ein bisschen in Stücke, gebe sie dann in ein Glas und dann kann man eine Tinktur draus machen oder man kann sie mit Tee kochen, muss man aber immer so eine halbe Stunde dahin köcheln und sind sehr entgiftend. Immer gut, alles für, ja, gibt es auch Fisch im Internet zu finden, sehr viele, sag jetzt, Heilerfolge. Da unten steht ein Parasol. Ist durchaus ein Thema, das einfach extrem interessant ist, finde ich. Schon der Ötzi hat ja einen, ich glaube es war Birkenporling, hat man bei dem gefunden, wenn es so ist, weiß nicht. Heißt halt immer. Da sind die nicht wunderschön. Oh, schön. Schön. So, ich gehe jetzt ein Stück weiter, dass das Video nicht zu lang wird. Vielleicht zeige ich dann noch ein paar Bilder. Und am meisten gefällt es mir, wenn ich gar nicht weiß, wo ich dann genau rauskomme. Es hat eine Zeit gegeben, da habe ich so schlechte Orientierungssinn gehabt, an so einen schlechten, dass ich mich wirklich ständig verlaufen habe und mich gar nicht ans Hintraut habe. Und das habe ich dann wirklich trainiert in der Natur. Bin immer eine Runde gegangen, ich bin nie den Weg zurückgegangen, egal was passiert ist. Und mittlerweile habe ich so ein Gespür und eben auch mit diesem Wildpfaden komme ich eigentlich immer ganz gut umher und ja, finde mich zurecht und entdecke immer wieder was Neues. Und das allein, das ist eine halbe Stunde vielleicht oder eine Stunde in der Früh. Da ist auch so ein schöner Berg auf, wo ich dann unterwegs bin, schon ganz bald. Und das füllt meinen Drang nach Neugierde, nach kindlichen Abenteuer so sehr auf. Also das ist so schön. Und dann ist einfach der Tag schon wunderbar, egal was zum Tun ist, was vor sich geht und was ist. Möchte ich vielleicht auch noch kurz sagen, aber das kommt mir so selbstverständlich eigentlich vor, dass man, wenn man das macht natürlich und in den Wald geht, gerade in solche Orte, an solche Orte, dass man sehr respektvoll ruhig ist und da auch natürlich nichts zerstört und zertrampelt, aber auch sehr, sehr ja, leise und respektvoll diesen Naturwesen gegenüber ist, die ich da absolut fühle. Denn ich mag das gar nicht, wenn wir schreien und dieses Laute, und darum haben sie es ja da herverzogen. Dann noch so ein kleines Bächlein runterläuft. Das zeige ich euch dann, wo das oben entspringt, das suche ich jetzt. Schön. Da plätschert es ganz leise raus. Es geht aber da noch weiter. Das
sind Nebelkappen. Bin jetzt nicht sicher, aber also dass es Nebelkappen sind, weiß ich schon. So hat man früher es gegessen. Hat dann anscheinend, ja, ist mir drauf gekommen, dass die irgendwie irgendwelche Giftstoffe enthalten und was weiß ich, genverändern, krebserregend oder sonst was sind. Die erinnern mich irgendwie an Zwerge. Ich glaube, die haben ja auch so Nebelkappen aufgehabt. Und immer an solche Orte finde ich ganz viele Nebelkappen. Fast am Ende des Waldes. Da habe ich schon angepflückt. Ich wollte eigentlich gar nicht mehr nach Schwammerl suchen, weil wir haben ja Ende Oktober. Man dachte, das wird gar nichts mehr sein. Da ist auch einer. Den lasse ich natürlich da. Ja. Es gibt noch einmal gebackene Parasol und sie sind trotzdem immer wieder gut. Wobei ich sehr viel verschenkt habe heuer schon. Die Leute haben auch so eine Freude und immer. Es ist ja nicht gesund. Ich wünsche euch auch so schöne Momente, so viel als nur möglich. Wundervolle Zeit, bis bald einmal.